So. Da müssten wir. Eigentlich wieder online sein. Herzlich willkommen dann zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls 1. Und für die im Stream, Dankeschön, dass ihr ein bisschen Geduld habt. Jawohl. Dann werde ich mich mal hier aufmachen. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass die Sonnenlichtmade so ein bisschen, also halt hier so dieses Zerklüftete hinten dran, so ein bisschen Ähnlichkeit mit der Frisur vom namenlosen König hat? So ein, ich meine nur, also könnte das sein. Jo, Dankeschön für die Antworten. Ja, und dann machen wir dann mal gleich hier weiter. Hier haben wir ja gleich mal Patches, dann sind wir mal so blöd und gucken ins Loch. Na, das ist mir auch letztens aufgefallen. Also so ein bisschen so eine Ähnlichkeit hat die Sonnenlichtmade mit der Friese vom namenlosen König schon. Gut, von der Länge her vielleicht nicht, aber es kommt hin. Ach, halt. Da haben wir Rhea. Two fierce hollows not far from here. They were once brave knights, my former escorts. Who would let such strong spirits be hollowed so? Heavens, is there nothing, nothing at all to be done? Oh doch, da gibt es eine Sache, die ich tun kann. Da gibt es zwar eine sehr effektive Sache, die ich tun kann. So, Ruhe ist. Frau, bezahl mich. Stimmt, der unzerstörbare Flicken heißt ja Patches im Guide von Prima. Unzerstörbarer Flicken, ich glaub's ja nicht. Ja, das stimmt allerdings nach. Also, wir sind hier schon ziemlich weit im Stream. Ich habe eben auch vordrum, habe ich die Folge jetzt mal nochmal geschnitten, dass wir ein bisschen mehr für YouTube dann haben. Anscheinend wird es dann doch ganz gerne geschaut. Und da habe ich vielleicht für 2 Wochen oder so ein Sommerprojekt. Und in der Zeit habe ich ja alle Zeit der Welt, dann in aller Ruhe mit Salt and Sanctuary anzufangen. Ja, da habe ich wenigstens nicht so einen Stress. Das ist auch mal ganz schön. Ja, irgendwann, Ringe. Irgendwann, wenn ich mal Lust habe und Zeit, dann mache ich noch Loren, aber mittlerweile. Dank Dark Souls 3 ist da irgendwie die Luft bei mir raus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, ja, ich guck da einfach mal so. Als nächstes plane ich dann erstmal noch Aldrich Lore kommen dann. Und dann werde ich mich erstmal nochmal ein bisschen um Bloodborne und Dark Souls 2 kümmern. Und Salt and Sanctuary möchte ich auch noch weiterführen. Und dann gucke ich da mal.
Dark Souls 3 wird dann erstmal ein bisschen nach hinten verschoben. Ich habe ja da schon die Lore nach vorne gezogen. Dafür wird das dann jetzt ein bisschen pausieren. Also die Lore mache ich dann noch und dann schaue ich mal weiter. So, unzerstörbare Flicken. Treue Flicken. I did you wrong, but I didn't mean it. These temptations, they can, well, overcome me. You know what I mean, don't you? Please, forgive me. You and me, we're jolly undead outcasts, aren't we? Oh, was ich auch unbedingt noch sagen möchte, vielen, vielen Dank sollten die beiden anwesend sein oder zuschauen an die für die lieben, tollen Spenden, die eingegangen sind. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Dankeschön dafür, möchte ich nur mal sagen. Oh, brilliant. A second chance. Wonderful. I had a feeling you'd understand. I did. But if I were in your shoes, who knows what I'd have done. But now we're friends again. Hey? Moin, Dirty Vitalis. Und alles gut bei dir? Ja, also dafür möchte ich mich bedanken. Das war echt super toll und ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, weil ich weiß ja nicht, ob das denen recht ist und deswegen sage ich einfach mal so anonym an die beiden, die das schon gemacht haben. Dankeschön dafür, weil wie gesagt, ich schalte ja keine Werbung und gar nichts in meinen Loren, weil wie gesagt, mich stört das halt einfach, wenn das eine Geschichte dann dauernd mit Werbung unterbrochen werden würde oder man muss da dauernd was wegklicken und das würde mich auch stören, drum ich schalte das da gar nicht erst weiter ein. Wenn Werbung wirklich zugeschalten wird, dann ist das, weil da urheberrechtliche Ansprüche drauf bestehen bei mancher Musik oder so, also das ist dann nicht von mir aus, sondern das ist dann, weil da jemand ein Recht drauf hat. Aua. Hier ist noch irgendwo ein schwarzer Ritter. Ich habe hier irgendwie so... Ja, und da unten müsste man jetzt rüberspringen, dann würde man landen und da findet man den silbernen Schlangenring. Den habe ich mir damals mal offcam geholt. Dass ich halt einfach ein bisschen mehr Seelen bekomme. Es wundert mich jetzt allerdings schon so ein bisschen, weil normal müsste hier ein schwarzer Ritter auftauchen. Hm. Nee, Marc, nur über PayPal, weil... Das ist halt einfach sicherer. Mit anderen Sachen, da spendest du halt einfach was und das ist dann gut gewesen. Also es ist ja auch kein Muss. Ich hab's halt nur... Ah, da ist er! Ich hab's halt nur mal eingerichtet. Weil ich drauf angesprungen, warum hast du jetzt das hier und das hier nicht? Und dann mach halt mal. Und der Button hier geht. Da habe ich erstmal aktualisiert. Oh! Schwarze Ritter, helle Bade. Nicht Klefe. Helle Bade. Nicht wie in Dark Souls 3, Klefe, nee, hier war es noch die helle Bade. Also wie gesagt, wenn mich jemand unterstützen will, ich habe hier auf Twitch ganz unten so einen Spenden-Button. Einfach auf den Dark Rev klicken, dann kommt ihr direkt auf die Seite verlinkt. Oder wenn ihr auf meinem Lore-Kanal seid, auf den Kanal-Banner, also auf Kanal klicken. Auf dem Kanal-Banner oben ist ein Spenden-Button, da draufklicken und dann geht das alles. Voraussetzung ist, man muss halt Paypal haben. Wenn man das machen will, lieben gerne, herzlichen Dank. Das finde ich echt lieb und toll. Ja. Wenn mir halt noch jemand eine PN dann schreibt, irgendwie hier so, ich habe dir da was gespendet oder das und das, dann weiß ich, dass wer es war, wenn man erwähnt werden will oder mal ein Dankeschön dafür in dem Video. Alles kein Problem, kann ich gerne machen. Ich finde es halt auch blöd, weil mancher, der wo halt wirklich
Ich meine, ich könnte jetzt Werbungen schalten, aber das ist doch scheiße, wenn ich so und so viel Werbungen reinflatschen müsste. Und so kann jeder für sich entscheiden, ob er was spenden will oder nicht. Ihr habt keine Werbungen. Fertig. Das finde ich die beste Lösung mit. Und ja, diese Hundeskelette, die sind echt richtig blöd. Sagen wir mal blöd. Stellt euch mal vor, die wären wie in Dark Souls 3 und die könnten manche ein Zweitleben haben. Das wäre erstmal arschig. Das wäre Arsch. Das glaube ich auch. Ich möchte sagen, jetzt geben mir da auch noch eine hinterher. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, es hätte Dark Souls 3 gut getan, wenn es das nächste Jahr erschienen wäre. Alter, jetzt ernsthaft. Ja, also wie gesagt, wenn du das mal machen willst, ist alles kein Ding. Das ist alles ganz einfach. Habe ich auch schon mal gemacht. Da klickst einfach drauf, du brauchst nur einen PayPal-Account und dann kannst du mir da was spenden, wenn du das möchtest. So. Ich mach das auch nicht. Ich könnte es machen. Ich könnte das machen. So Spenden-Buttons in Streams und lauter so Scheiße, aber... Hallo? Ich meine, es geht bei einem Stream ums Spiel. Ich möchte hier das Spiel in Ruhe genießen und nicht 10.000 so Bannerschleifen durchlaufen haben. Bloß, dass ich da eine abwichse... Oh, schau mal. Jetzt bin ich im Stream. Da steht mein Name. Ich meine, es geht ums Spiel. Es geht nicht mal um mich. Oh, oh. Ich wollte doch nur hier den Gegenstand haben. Na, also hier so, und jetzt hat ihr für so und so viele Monate abonniert und ist jetzt ein neuer Follower und hat so und so viel gespendet und der Top-Spender ist und das finde ich irgendwie schmarrn. Ich meine, man kann es unten in die Info schreiben, wenn man das will, dass der und der halt mit Nickname hat das und das gespendet, das kann man machen, das ist vollkommen okay. Aber alles andere, ich meine, dann werden da so Platten mit eingeblendet und so hier, und er hatte so und so viel gespendet und der neueste Follower ist das und das zappelt dann die ganze Zeit. Da ist eine Unruhe, finde ich, bei diesen Streams. Und ich muss menschlich sein, stelle ich gerade fest. Und wieder zurück. Das meine ich halt eben. Ich meine, ich weiß ja nicht, was ihr zum Beispiel davon haltet, aber ich möchte es jetzt nicht, weil... Stell mal vor, ich würde jetzt hier noch oben so eine Bandansage durchlaufen lassen, mit wer hat was gespendet, wer ist der neueste Follower, wer ist jetzt, wer hat die meiste Spende gegeben. Ich finde, das ist so wie so Werbung, wie so Shopping-Kanal ist das. Und ich meine, nee... Das möchte ich nicht haben. Ich meine, man soll doch hier in aller Ruhe jedes Spiel anschauen können. Man muss sich mein Gelaber dabei eben geben. Und das reicht doch. Jetzt müssten wir beinvasiert werden, oder? Jawohl. Und zwar von Leroy! Nicht Jenkins! Bam! Und das war Leroy, nicht Jenkins. Janktusch und Grant und zwei Menschlichkeit.
das stimmt. Chat würde ich zum Beispiel... Über PlayStation ist es okay, weil da ist es schön separat gehalten. Aber wenn der Chat wirklich mitten ins Spiel mit reingepflatscht wird, das stört mich selber irgendwie. Wenn da halt so seitlich so ein Fenster ist, bloß dass halt jeder den Chat lesen kann. Ich meine, klar, für die auf YouTube ist es halt jetzt ein bisschen... Ja. Hups. Hoppla. Ich sag ja, bei manchen, da denke ich mir dann, Top Donator so und so bla bla hat $150 gespendet. Oder 150 Euro meinetwegen hier. Und dann denke ich mir, ja. Ich meine, es ist schön für den Streamer, wenn das einer macht. Finde ich toll. Aber muss ich mich dann da irgendwie genötigt fühlen? Oder muss ich auch so viel spenden? Oder ich weiß nicht, ich das soll sich doch keiner schlecht fühlen, wenn er jetzt nichts spendet. Das ist doch nicht der Sinn der Sache dabei. Oder schuldet man das dann eben? Ich meine, Spende, das macht man doch für die Person. Oder ich kann doch nicht hinschreiben, ja, ich habe jetzt hier $150 gespendet, will ich, dass mein Name bei jedem Stream da eingeblendet wird. Nein. Dann hast du dein Geld da wieder. Bitte. Aber mein Stream, ich mache das, wie ich möchte. Na, also, so denke ich mir das. Mach's nochmal. Es kann durchaus nochmal passieren. Es kann durchaus nochmal passieren. Nee, zum Glück nicht. Ja, das ist so. Das ist sowas. Das ist auch bei mir privat. Bossgegner sind da kein. Aua. Sind weniger das Problem. Ich sterbe meistens irgendwie mehr so durch so Umgebungsunfällchen. Sagen wir mal, wie so runterfallen und so. Du hast da was drinstecken, Kate. Kate. Au. Ja, das hier ist keine Maya, das ist eine Kate. Maya war ja Dark Souls 3. Kate ist hier Dark Souls 1. Aua. Ich rüst mir mal eben. Ich muss mal ein bisschen hier weg. Wo habe ich denn? Sanctus aus. Auch wenn ich es nicht effizient führen kann, aber es regeneriert Lebensenergie. Dass ich das da oben eventuell wieder voll bekomme, ehe wir zu Nido kommen. Na und das finde ich eben, das stört ein bisschen. Also ich mache das zumindest nicht ganz so hier. Top Donator ist hier und so und ich meine, ist ja okay. Ist ja, ich meine, man kann ja jemanden erwähnen, das ist dann, wenn er das möchte, das ist kein Problem. Aber ich finde, für eine Spende sollte es irgendwie nicht irgendwie den Stream an sich stören. Das ist wie wenn man jetzt sagen würde, pass auf, ich spende dir jetzt $1000 und dafür streamst du 4 Monate nicht. Würde man das machen? Ich glaube ich nicht, weil ich meine, es ist ja meine Sache, ob ich jetzt stream oder nicht. Oh, shit. Aber... Hier gab es halt auch sowas wie diese Kinderskelette. Sowas gibt es in Dark Souls 3 auch nicht. Also ihr wisst schon, sowas Mutiges, dass man halt denkt, ja, hier gibt es halt Babyskelette, wenn man so will. Von Kindern halt die Skelette. Ich meine, okay, das ist schon ein bisschen strange, aber auf der anderen Seite, da haben sie sich halt was getraut. Aua. Ihr wisst schon, dass ihr Nido für mich immer schlimmer macht, wenn ihr so Kacke auf mich castet. Geht weg, ihr Plagen. Ja, ich hab den schon, Julia. Da hat sie aufgepasst. Ich habe ihn sogar schon auf +2. Ich kann den Boss noch nicht führen, aber ich arbeite ja schon schwer daran.
ist schon in Arbeit. Bei Gelegenheit muss ich mir, glaube ich, auch noch die Stulpen vom Artoria-Set kaufen und dann, ja, dann habe ich das ja alles. Hier findet man noch eine weiße Scholle, sollte man sie nicht entgehen lassen. Geh weg! Noch ein weißer Brocken, da vorne liegt noch was. Wow! Noch ein weißer Brocken und dann müssten wir eigentlich alles haben. Ne, noch ein weißer Brocken. Und jetzt gehen wir wieder raus aus dem Kinderplanschbecken. So. Ich kann es verstehen, dass Nido angepisst ist. Wir haben ihm gerade seine Haustür eingetreten. Halt. Ne, haben wir ja schon. So. Der Fall hier, den wir jetzt gerade gemacht haben, da den Dark Souls 3 nach Osiris, wenn man in die ruhelosen Gräber kommt, also das Gebiet da, der finstere Feuerbandschrein, dieser Fall soll daran erinnern. Ja, wie gesagt, also ich fand es in Bloodborne okay, wenn nach einem Bosskampf eine Laterne kam. Das war ja auch nachvollziehbar, weil in Bloodborne war wirklich immer nur im Anfang von dem Gebiet eine Laterne. Da hast du im ganzen Gebiet keine gefunden. Wenn ein neues Gebiet kam, neue Laterne. Und nach einem Boss, das war dann okay. Das hat auch keinen gestört, weil du musstest ja dann, da hast du ja auch immer überlegt, hm, will ich jetzt wirklich wieder erstmal zurück in den Traum des Jägers oder bleibe ich erstmal hier? Und wäre der Joe ein schlauer Spieler, dann hätte er sich jetzt eine Waffe geholt, die gesegnet ist. Dann würden die tot bleiben. Aua. Nido, du bist ein Arsch. Aua. Der Nido an sich, ne? Ist ja ein freundlicher Kerl, aber hier in seinem Keller, da wird er gefährlich. Ich verstehe es auch nicht. Vielleicht kann es mir einer von euch erklären. Aber, au. Aber warum bekämpft man in Dark Souls 3 als letzten Boss den Hüter der ersten Flamme? Also die Solofsin, der ist ja eigentlich kein Böser, sondern das ist ja der Beschützer der ersten Flamme. Ich denke mal... Oh, oh. Ich, aua. Ich denke mal... Langsamer. Und das war der Nido. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Da ist er. Mehr Seelen für mich. Ja gut, aber Arok, sind wir mal ganz ehrlich. Wo ist da der Sinn? Weil ich meine, wenn da einer auftaucht, der die erste Flamme entzünden will, weil die Seele der Asche muss es doch wissen dann, dass die Flamme am Abkratzen ist. Warum will er einen noch aufhalten? Ich verstehe den Sinn halt nicht. Weil ich meine, gerade der ist ja eigentlich ein Guter. Warum will er auch noch jemanden davon abhalten? Ich meine, jeder, der kommen will und das Ding entzünden, der ist doch eigentlich eine Hilfe. Ich verstehe es halt eben nicht. Bei Gwyn habe ich es verstanden, weil der war ja nicht mehr ganz richtig. Der war ja eine Hülle oder so, wenn man so möchte. Der war ja wirklich nur noch
Dark Souls 2 verstehe ich's auch. Da wollte Narshandra halt die Macht für sich haben. Komme ich auch mit. Aber bei Dark Souls 3, ich verstehe es halt nicht, weil warum willst du noch jemanden testen, wenn er doch dafür kommt? Wenn er doch den Zweck erfüllen will, er will sich ja opfern. So. Sind wir ja bald soweit. Na, Gott sei Dank, ich muss sogar sagen, sind wir gestorben. Wären wir nicht gestorben vorhin, nachdem wir Leroy gekillt haben. Da findet man hier noch sein Set. Leider können wir jetzt nicht mehr Nitos Eid beitreten. Ist aber jetzt auch nicht so tragisch. Als nächstes gehen wir nach... Nur mal kurz, um zu checken, ob Solaire immer noch da ist. Naja, ich würde sagen, okay, weil beim Ofen der ersten Flamme, da sind ja so viele Gegner unterwegs, aber beim Ofen der ersten Flamme existiert nichts anderes außer dem Asche für, also halt der Seele der Asche. Da gibt es ja nichts anderes. Da meine ich ja eben, ich komme da nicht ganz mit. Beweg lieber deinen Arsch. Du sollst da runter. Gut, dann machen wir erstmal. Was ist denn das für ein. Alter, als Grabesfürsten ist es nicht. Gehen wir einfach zur Tochter des Chaos, das tut's auch. Weil wir müssen in den Sumpf, weil da müsste jetzt eigentlich Sigma ja rumeiern. Das Symbol am Himmel? Keine Ahnung. Das Symbol, das müssten eigentlich, wenn wir uns nicht aneinander vorbeireden, das Symbol, dieses Untotenzeichen, das schwarze Symbol am Himmel von Dark Souls 3, am Ende vom Spiel. Normalerweise müssten die das am Körper dann tragen, nicht am Himmel. Wir haben es ja auch am Körper. Moment, das kann ich euch zeigen. Haben wir es denn? Das Finsterzeichen kennzeichnet verfluchte Untote. Jene, die welche damit versehen wurden, werden nach dem Tod wiedergeboren und werden eines Tages in Verstand fehlen und zur Hülle werden. Also sprich, man trägt es am Körper. Da müsste es, Lorien und Lothric müssten das Ding am Körper tragen und nicht der Himmel oder die Sonne müsste so umrandet sein. Ich habe da eine ganz andere Theorie und zwar... Hat da schon mal jemand dran gedacht, dass Ludlef vielleicht Manus sein könnte? Ich meine, der verstohlene Zwerg. Und ich meine, ganz ehrlich, denkt ihr, er wäre so dumm und würde sich Manus nennen? Und ja, warum ist er ein Lord of Cinder? Ich meine, warum denn nicht? Ich meine, warum sollte er sich die Macht entgehen lassen? Ich meine, er war als Fürst nicht beliebt. Das kann man aus den Lord-Dingern rauslesen, wie den Ring und so weiter. Der war ein Machtgeiler. Und warum sollte er sich die Chance entgehen lassen, Lord of Cinder zu werden? Ich meine, da hat er Macht wie Sau. Habe ich genug... Gegengift. Moosklumpen brauche ich. Ja, die Zähne müssen reichen.
Willst du mir deine Pyromantie noch immer nicht verkaufen? Okay, dann... Ach, halt! Ja, ich müsste mich ja erst von so einem Ei-Typen infizieren lassen, müsste ein Ei auf Kates Kopf wachsen lassen, dass so eine Made rauskommt. Das Teil dann entfernen und dann würde uns der Eiermann da unten halt eben seine Waren anbieten. Das denke ich nämlich, weil mir passt das nicht. Der ist mir zu klein und verstohlener Zwerg. Ich meine, warum sollte Manus nicht selbst wiedergeboren sein? Ich meine, okay, Töchter hat er. Aber das schließt dann nicht aus, dass er sich selbst nicht auch irgendwie wieder sammeln konnte aus den Scherben. Könnte ja durchaus sein. Und darum meine ich, das wäre vielleicht sogar eine Erklärung. Vielleicht erfährt man da noch mehr, warum da der eine Feuerbandschein finster ist und so weiter. Vielleicht ist das noch nicht mal ein schlechtes Ende, wenn die Feuerhüterin ihre Augen bekommt. Vielleicht sieht sie dann nur eigentlich, wie es wirklich ist, sondern dass eigentlich nur alles, was wir so sehen, eine Illusion von Latlef sein könnte. Also sprich von Manus. Und mit den Feuerhüteraugen können sie eigentlich sehen, wie es wirklich ist, das Zeug. Vielleicht ist das so. Das wäre vielleicht eine Sache, wo ich mir vorstellen könnte, wo komplex genug wäre, dass man da vielleicht einen DLC draus machen kann. Jo, alles klar, Marco. Dann komm mal gut an und ja, man wird sich ja die nächste Zeit eh hören. Ansonsten schönen restlichen Sonntag dir noch. So. Welchen DLC würde es widersprechen, Marco? Es gibt ja noch keinen. Ich finde, die müssten als DLC auch sowas einführen wie die gemalte Welt, meinetwegen wieder. Die müssten ein paar NPCs wieder einbinden, die es damals schon gab. Ich meine, Patches allein, der reißt nicht raus, der ist ja eh nicht so beliebt. Na, wo haben wir ihn denn? Wo ist unser dicker Zwiebelritter? Da unten steht er, ich sehe ihn doch schon. Ach so. Naja, ich würde es nicht ausschließen. Ich würde es sogar irgendwie cool finden, wenn Manus wiederkommen will, weil der ist ja eh so... Oh oh. Schauen wir mal. Also das ist was ich mir vorstellen könnte, weil das ist ja quasi die Manifestation der Finsternis gewesen. Oh ho! Excuse me, I was so absorbed in thought I just drifted away. You see, I'm actually in a bit of a fix. I've made it this far, but I'm short on antidote moss for the trip back. By my knighthood, I'm ashamed to ask, but can you spare a few scraps of moss? Fantastic. Thank you. A saint you are. This Knight of Katarina expresses his deepest gratitude. I shall not forget this. Please, take this. A symbol of my appreciation. Well, our fates do seem entwined, don't they? Perhaps this, too, is the will of Lord Gwyn. Ich fand's ja schon mal schön, dass in Dark Souls 3 Gwyn des Öfteren erwähnt wird und manche andere Sachen, die es halt in Dark Souls 1 gab. Das ist was mich halt in Dark Souls 2 gestört, weil halt alles irgendwie, was vorher war, das war alles ewig weit her und da konnte sich keiner mehr erinnern und so. Und das fand ich ein bisschen blöd.
Das fand ich echt schlecht gemacht, aber ansonsten... Ja, das hier ist der Plankenschild. Hm. Ja, und hier waren wir ganz am Anfang in Folge 1 mal, als ich mein Set zusammengetragen habe. Und jetzt sind wir wieder hier. Und da gehen wir jetzt erstmal hier runter. Ich fände halt auch eben schön, wenn die gemalte Welt wieder mal auftauchen würde, wenn man Priscilla mal wieder sehen will, weil die waren ja isoliert. Also müsste eigentlich das Gemälde, da ist ja kein Verbleib bekannt. Also was ist damit passiert? Nee, das Gemälde, also das, die gemalte Welt von Ariamis hängt nicht in Eritil. Da hängt nur das von Nashandra, das von Guinevere hängt da und ja. So meine ich also, und es war ja wirklich beliebt. Ich meine, die gemalte Welt, die war ja auch ziemlich geil gemacht. Und es war halt ein anderes Setting. Es ist halt wirklich Schnee und Eis gewesen. In Dark Souls 3 ist irgendwie alles recht ähnlich. Wir haben die gelbe Burg Lothric. Wir haben den Sumpf, wie immer. Es ist halt vieles, wo sich einfach, ja, es ähnelt sich vieles zu sehr, finde ich. Wir haben drei Feuerbandschreine. Es ist halt einfach Zeug da, wo ich mich halt jetzt ein bisschen drüber unterhalte, weil... Es ist halt wirklich, wo ich halt sage, das fällt mir halt auf und das ist halt echt seltsam. Das sind halt Dinge, wo ich mir nicht erklären kann bis jetzt. Moment. Oh oh. Angeblich soll ja der erste DLC ja so groß oder viel größer sogar sein wie die drei Kronen DLCs in Dark Souls 2 zusammen. Ja, also größer kannst du schon machen. Ob du da halt überall da hinkommst, ich meine, du kannst die gigantische Welt hinflatschen, wo du halt riesig viel siehst, aber ob du da überall dann halt hin kannst, das ist halt die andere Frage. Also groß und groß, das ist schon ein Unterschied. Huch, Moment. Aha. Ja, dann hat Twitch heute jetzt halt einfach mal wieder... Dann hat es jetzt einfach irgendein Problem gehabt. Einfach so. Mobbing Twitch und so. Ja, drei Nader. Der, wo man auflevelt, dann der nach Osiris und halt eben der Ofen der ersten Flamme. Das ist auch ein Feuerbandschein am Anfang. Da meine ich ja, man könnte ja in den beiden DLCs nochmal zwei mit einbauen. Einfach so.
Ich würde ja gerne das Gebiet unten weiter erforschen. Das wäre geil, wenn man wieder an den ursprünglichen, an den richtigen Feuerbandschein aus Dark Souls 1... Oh Gott! An den wiederkommen würde. Das wäre cool. Oder halt allgemein unten die Ruinen von Sens Festung vielleicht oder so. Oder halt das ganze Land da unten. Das wäre schön. Da können sie echt Pluspunkte wieder mitfahren. Aber sonst... Wenn sie wieder haufenweise Neues implementieren, ich weiß nicht. Dasselbe wie mit Eiserlift, das ist auch so ein Witz da. Der Bossgegner ist vor dem eigentlichen Gebiet. Die Ruinen, die sind eigentlich nur für Pyromanten interessant. Ansonsten gibt es da nichts zu finden, außer halt Knochensplitter und eine Estoscheibe. Ei, halten die viel aus. Und ja, ich weiß, ich verfeinde mich gerade eben immer mehr mit den großen Pilzen. Ich trinke lieber nochmal, wenn da einer kommt, vielleicht bin ich nicht direkt ein One-Shot. Naja, wobei doch. Bam, bam, bam. Aber wisst ihr was? Ich muss ja nicht bekämpfen. Geben ja eh kaum Seelen, also von dem her. Nee. So, der gute alte Aschesee. Nicht zu verwechseln mit dem Smoldering Lake oder Schwellende See in Dark Souls 3. Die ist ja weitaus höher gelegen. Wir sind ja viel tiefer unten. Die Schwellende See, die ist ja oben am Berg. Von Anolondo aus gesehen, nach rechts, wenn du schaust. Das ist ja da, wo es zu Sief in die Archive ging. Da oben ist das ja. Und wir sind ja viel tiefer und das ist ein ganz anderes Gebiet hier. Wir sind ganz woanders. Ach so, ja, und da haben wir noch eine Hydra. Noch eine weitere Hydra. Oh ja. Wir machen dir echt böse Schaden. Also es kann sogar sein, dass man vielleicht in den DLC wieder hierher kommt. Das würde ich auch schön finden. Hier kann ich mir vorstellen, dass sich einiges verändert hat. Scheiße. Na? Da ist sie down. Wer möchte alles noch im Chat? Alles gerne mal wieder hier nach dem Aschesee kommen. Schreibt mal. Also, ich schon mal, ich würde es feiern.
Ich fände es schön, wenn wir hier nochmal herkommen würden in dem DLC. Der Grund wäre mir scheißegal, aber schaut euch mal an, wie schön das hier ist. Das fände ich geil. Das ist halt eine Evolutionshydra. Das ist eine Mischung aus Loch Ness Monster und Hydra. Eine Fusion. Ja, und hier kann ich dann Glitzer-Titanit farmen gehen. Find's auch seltsam, dass es die Muscheln hier nicht mehr geben sollen in den anderen Souls-Spielen. Ich fand die immer recht cool. Wenn man vom Teufel spricht, hier haben wir gleich mal Glitzer-Titanit gefunden. Titzer-Glitanit. Und noch mehr, jawohl. Wie viel haben wir denn schon? Ja, das geht ja. Ich muss hier echt mal wieder die ganze Glut einlösen. Ich trage jetzt zigtausend Gluten mit mir rum. Gerne können Sie das Gebiet dann auch ein bisschen größer machen. Ich würde gerne ein bisschen mehr erkunden, wenn das denn gehen würde. Meinetwegen können sie auch hier nach unten noch die gemalte Welt von Ariamis mit hinverfragt haben, dass das Bild halt jetzt hier unten steht. Und dann kann man da auch noch rein, das wäre geil. So, die zwei versteckten Gebiete in einem DLC zum Beispiel. Natürlich ein bisschen verändert alles und so, also nicht mehr exakt gleich. Hallo du Pilzmann. Au. Der Pilzmann will mich fisten. Zack! Ja, ich muss sagen, ich bin da... Also wenn sie was als DLC bringen würden, was mich sehr freuen würde, wäre, wenn sie es jetzt durchziehen würden und zwei DLCs bringen, wo man halt wirklich mal die Welt aus Dark Souls 1 und wirklich große Bereiche davon wieder erkunden könnte. Das wäre geil. Natürlich hätte sich da auch einiges verändert, weil da ist ja wirklich eine Zeit vergangen. Aber das wäre geil. Neue Gebiete, da bin ich nicht mal so scharf drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hatte ich in Dark Souls 2 mehr als genug von. Mich würde einfach interessieren, was ist unten aus der Welt geworden? Wenn das oben schon alles anders geworden ist, also Anno Londo und so und das Archiv. Genau, die Pilze wären schön. Ich fand die Pilze cool. Wenn du da nicht aufgepasst hast, dann haben sie dir wirklich in die Fresse gehauen mit der Faust. Aber ich glaube, die wären für Neueinsteiger, dann wäre das Spiel zu uneinsteigerfreundlich gewesen. Weil da würden viele zig Milliarden mal sterben, weil da würde sich manche zu Tode ärgern, wenn du durch einen Pilz stirbst. Stell dir das mal vor, das wäre ja dann ein furchtbares Spiel. Also, es geht ja mal gar nicht. Durch den Pilz sterben. Darum haben sie die in Dark Souls 3 vermutlich ganz rausgelassen. Man findet ja nur einen Haufen von toten Pilzen im Sumpf. Was habe ich dann noch? Drachenstein habe ich auch ein paar. Funkeltitanit habe ich 8 Stück. Ja, da kann man was mitmachen. Ich habe doch, glaube ich, 2 Schollen, oder? Ja, tatsächlich. Meinetwegen dürften sie auch gerne Demon's Souls neu auflegen mit dem DLC, der nie erschienen ist. Oder sie dürfen Dark Souls 1 neu auflegen, auch erweitert. Das wäre mir auch egal.
Muss man hier kurz eben reparieren, mein Zeug ist ganz... Ja. Das ist schon ein bisschen kaputt geschreddert. So, dann haben wir das hier und jetzt gehen wir... wo haben wir es denn? Tochter des Chaos müssen wir gehen. Wie lange ich noch stream? Ich denke mal so... Den Centipede Demon machen wir jetzt noch und dann würde ich sagen, bin ich für heute fertig. Dann sind die beiden Folgen für heute lang genug. Dann bin ich zufrieden. Nee, ich lasse ihm den Schwanz mal dran, weil ich brauche ja eh die Trophäen nicht mehr. Ich habe ja eh Platin auf meinem Account. Und ich würde die Waffe eh nicht benutzen. Und ja, ob es jetzt in der Kiste liegt oder er hat seinen Schwanz, das ist ja vollkommen egal, denke ich. So. Ich muss noch mal kurz schauen. Es könnte ja sein, dass Soler jetzt eingefallen ist, dass er vielleicht doch hätte runtergehen können. Ganz ehrlich, ich bezweifle es. Siegmeier kommt ja erst, nachdem ich Eiselift gemacht habe, Marc. Ich muss ihn ja dann da vorne vor den Maulviechern da retten. Ja, und wie gesagt, also, wenn man Sonnenlichtmedaillen bräuchte, dann kann man die spitzenmäßig... Hey! Farm bei den Sonnenlichtmaden hier. Vielleicht muss ich auch erst den Ding machen, den Centipede Demon. Wird sich schon alles ergeben. Ich glaube nicht, dass die Quest dann versaut ist. Das so, so war das ja in Dark Souls 1 nicht. Jo, alles klar, Ringe. Bis denn dann. Schönen Sonntag dir noch. So. Ich meine, wenn er jetzt nicht dabei ist, der Soldier, dann überlebe ich das auch. Das macht einen Centipede-Demon ja wesentlich schwerer. Nee, kein Solärzeichen. Gut, dann nicht. Nee, ich glaube, Solär kommt jetzt da danach dann. Sitzt er beim Leuchtfeuer nach dem Centipede-Demon. Normalerweise findet man ihn dann erst im Eiserlift wieder. Dann muss ich da gucken. Ich denke, das ergibt sich dann jetzt alles gleich gar. Na komm her. Oh oh.
Da ist der Arm ab. So, mal eben noch den silbernen Schlangenring für mehr Seelen. Ach, stimmt. Ich hätte menschlich sein können, müssen, tun. Egal. Hier ist ja nicht so, dass man NPCs zwingend rufen muss. Gott sei Dank. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Normalerweise, wir können es mal kurz überprüfen. Müsste so leer jetzt da links sitzen, oder? Ja, da ist er doch. Ganz wichtig, wenn er hier sitzt, sprecht ihn nicht an. Ihr könnt euch hier liebend gerne mal kurz hinsetzen. Aber nicht anreden, der Mann ist beschäftigt. So. Jetzt teleportieren wir uns nochmal kurz zur Kammer der Prinzessin, dann machen wir jetzt eine Quest da weiter. Ups, falsch. Was ist denn Tochter des Chaos hier? Zumindest war es damals so, sobald du mit Soler geredet hast, dann war die Questline vorbei, weil dann kannst du ihn irgendwie nicht mehr retten bei den Maden. So, dann Hartstallring lieber wieder und hoffentlich ist er jetzt endlich da. Oh, oh. Oh, ich hab gehört, es macht mir Schaden. Na dann. Ich glaube, ich muss kurz die Ruinen betreten, dann taucht er auf. Moment kurz. So, verlorenes Eiselef. Und jetzt normalerweise müsste doch Soler da hinten jetzt sitzen, oder? Ja, da ist er. Was it all a lie? Have I done this all for nothing? Oh, my dear son. What now? What should I do? My son. My dear, dear son. Was it all a lie? Have I done this all for nothing? Oh, my dear son. What now? What should I do? My son. My dear, dear son. Hmm.
Was it all a lie? Gut, und jetzt haben wir seine Questline getriggert. Normalerweise haben wir alle Käfer tot. Das ist ganz wichtig, sie müssen alle tot sein. Ansonsten ist es nichts mit Solaires Questline beenden. Da ist er nämlich hier dann Feierabend. Ihr seht es ja gerade mit, als ich sehe hier. Hier ist kein Käfer. Und ich denke, hier ist auch keiner mehr. Der ist tot. Die sind tot. Sicher ist sicher. Der ist tot. Ja, dann würde ich sagen, können wir nächstes Mal in aller Ruhe hier weitermachen. Und das war es dann für heute mit dem Stream und mit der Folge Dark Souls 1 auf YouTube. Dann sage ich mal herzlichen Dank fürs Einschalten. Euch allen Dankeschön, dass ihr hier wart im Stream. Ich wünsche euch allen noch einen schönen restlichen Sonntag und wir sehen uns, denke ich, dann mal nächste Woche wieder bei noch einem Stream. Also dann lasst euch mal gut gehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn dann. Tschüssi.